Leute, herzlich willkommen zu einem YouTube-Video von mir. Und heute werde ich über meine ersten Male erzählen. Also ich habe insgesamt 19 rausgesucht und werde heute darüber reden. Mit dem ich vielleicht ein bisschen besser kennenlernt, wie ich jetzt Person bin und ein paar Erfahrungen schildern kann. Auf jeden Fall viel Spaß beim Video und vergiss auf jeden Fall nicht, mich zu abonnieren und die Glocke einzuschalten, damit ihr keine YouTube-Videos mehr verpasst. Und schaut gerne auf meinem Instagram vorbei, das ist in der Bio verlinkt. Und viel Spaß. Sehr kuschelig eingepackt und fangen wir mit dem ersten an. Die erste Sache, die ich morgens, wenn ich aufstehe, mache und die erste Sache, die ich mache, wenn ich aufstehe, ist auf die Uhrzeit zu gucken oder meinen Wecker auszuschalten. Weil entweder werde ich vom Wecker wach gemacht oder ich stehe selber auf. Also wach selber auf. Die erste Sache, die ich am Morgen mache, ist auf mein Handy zu gucken und meine Nachrichten durchzulesen. Auf TikTok zu sein, Instagram so ein bisschen. Und dann gehe ich ins Badezimmer. Und dann fängt mein Morgen an. Ja. Also, die zweite ist erster Urlaub. Und mein erster Urlaub war natürlich nach Spanien. Zu meiner Familie, also in der Nähe von Barcelona. Und da war ich 16 Monate oder so. Also ganz, ganz klein. 16 Monate. 16 Monate, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Aber ja, ich glaube, ich war sehr, sehr klein. Ja, das war das erste Mal, wo ich aus Deutschland rausgegangen bin. Kommt zum dritten. Meine erste beste Freund oder beste Freundin? Also, ich würde sagen, meine erste beste Freundin ist meine Schwester. Meine Zwillingsschwester. Aber wenn das nicht zählt, dann würde ich sagen. Also meine erste allerbeste Freundin war Nadine. Also, ja, Nadine. Nadine Parisi. Meine allererste allerbeste Freundin. Und wir haben jeden Tag zusammen verbracht und alle Bilder, die ich von meiner Kindheit sehe, habe ich dann entweder ist Nadine da oder wir sind bei Nadine. Immer. Immer. Deswegen, also Dissi und Nadine. Ja, wir waren so eine Trio-Gang. Erster Traumberuf. Mein erster Traumberuf war Ballerina. Erster Traumberuf war Ballerina. Ballerina. Und ich kann nicht mal tanzen jetzt. So Ballerina-mäßig, so elegant. Nein. Aber ja, ist cool. Ich glaube, es ist ein richtiger Job ist. Aber Ballerina war das auf jeden Fall. Irgendwas mit Tanzen oder Prinzessin oder so. So typische erste Traumberufe irgendwie. Mein erster Crush, mein erster Schwarm. Da war in Spanien, da war ich auch ganz, ganz, ganz klein. Das war der Bruder von einer meiner Freunde in Spanien. Und der war richtig alt, der war, also ich war, keine Ahnung, 4 oder so. Und der war irgendwie 12 oder 14, ich weiß nicht mehr. Aber ich war immer, boah, ich hatte so einen Crush auf den. Und immer als er kam, weil der wusste das, glaube ich, weil immer als er kam, blieb ich schockstarre. Und das war so lustig immer. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Weil ich war so mini halt, ne? So 3, 4, 5. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber ja, das war mein First Crush. Das war mein First Celebrity Crush. Celebrity Crush. Ich glaube. Was sind Dino? Oder. Ich hatte keinen First Celebrity Crush, wenn ich gerade so überlege. Nee, ich glaube, ich hatte keinen. Nee, First Celebrity Crush hatte ich nicht. Also jetzt habe ich Celebrity Crushes gehabt. Das sind noch so Tino Shawn Mendes und so. Das sind meine Celebrity Crushes. Aber so erste, nee, habe ich glaube ich nicht. So, was meine Kinder geprägt hat, hatte ich nicht. Nee. Dann mein erstes Buch, was ich gelesen habe. Und mein erstes Buch, was ich gelesen habe, war, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber es war so ein Buch, wo mehrere Geschichten drin waren. Also es waren so mehrere. Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber ich habe mich ganz, ich habe es immer gelesen, immer abgeschrieben. Ich habe mir die Geschichten noch mal in einem anderen Buch abgeschrieben und meiner Mutter zum Geburtstag geschenkt. Ich weiß nicht, von wo das kam, Leute. Ich weiß nicht, was mit meinem Kopf abging. Aber so habe ich Rechtschreibung gelernt, deswegen habe ich immer Einsinn in Rechtschreibung in der Grundschule, weil ich immer alles immer abgeschrieben habe. Aber das erste Buch, was ich wirklich gelesen habe, wo ich mich daran erinnern kann, ist Percy Jackson. Das erste, was ich so gelesen habe. Voll geil. Ich muss wieder weiterlesen. Yes, das war mein erstes Buch, was ich richtig gelesen habe. Dann das erste Mal, als ich Ärger in der Schule bekommen habe. Das erste Mal, als
in Trouble gekommen bin, war, als wir draußen im in einem Pausenhof waren, dann haben wir immer das Spiel gespielt, Mädchen fallen Jungs, Jungs fallen Mädchen und so weiter. Ich glaube, das kennt ihr alle. Und dann haben wir einmal Jungs fallen Mädchen gespielt und dann gab es so eine verbotene Ecke, das war so hinter der Schule. Neben dem Spielplatz war das, hinter der Schule war das halt. Hier war die Schule und da war es hier so. Man konnte da ganz, ganz leicht durchgehen, so eine Wiese und so. Aber das war verboten, weil Lehrer nicht da hingucken konnten. Also die konnten nicht sehen, was da alles passiert. Und dann durften wir nicht da rein und dann war Jungs fangen Mädchen. Bin ich dann da reingerannt, weil ich nicht gefangen werden wollte. Und dann bin ich auch noch mit zwei anderen Jungs, einem anderen Mädchen, glaube ich. Nee, mit einem anderen Jungen. Ich musste sogar eine Aufgabe machen. Also so eine Bestrafung und so, weil ich da reingerannt bin. Okay, ich kann schon verstehen, dass sie so die Aufsicht haben. Deswegen ist es doch klar, dass man hier dahin darf. Mein erstes Make-up-Item, ich weiß nicht, was auf Deutsch das heißt. Mein erstes Make-up-Item war eine Mascara. Ich war 15, Ende 15. Anfang 15? Ja, war ich 15 und das erste Mal Mascara getragen. Ich trage eigentlich nicht so, ich trage eigentlich keine Schminke so richtig. Aber ich habe da Mascara mal gehabt. Mein erstes Piercing. Also Piercing, ja, Ohrringe halt, Ohrloch stechen lassen. Da war ich gerade ganz konkret, da habe ich so geheult und meine Schwester hat nicht eine Träne vergossen. Ich will mich gerade daran erinnern. Mein erstes YouTube-Video, was ich gedreht habe, da war ich ganz, ganz, ganz klein. Das ist gar nicht auf YouTube. Aber ich habe mit meiner Schwester immer auf unserem iPad, haben wir immer YouTube-Videos gedreht. Also wir haben uns so getan, als ob wir einen YouTube-Kanal hätten zusammen. Und dann haben wir immer so YouTube-Videos gedreht. Und dann wie die Yoga-Challenge. Das war so lustig. Ich meine, sie hat es finde irgendwann. Da kann ich mit meiner Schwester vielleicht darauf reagieren. Wenn das, euch das gefällt, dann gebt ihr mir gerne da nach oben. Dann reagiere ich mit meiner Schwester auf meine alten, auf unsere alten YouTube-Videos, die wir gemacht haben. Und Jelly Beans Challenge. Dann Wahrheit oder Pflicht. Who would rather oder so. Also wir haben ganz, ganz viele YouTube-Videos gedreht. Boah, und dann und immer so schauspielerisch auch. 10 Arten von. Von mir bis Beauty Palace immer. Ich habe mich noch an erinnern. Boah, wenn ich es finde, dann mache ich das auf jeden Fall mit meiner Schwester. Also wie dann reagieren dann da drauf. Boah, das wäre so lustig. die erste Serie, die ich geguckt habe. Also richtige Serie, die hat Serie abgestanden wird, war bei Vampire Diaries mit Sina und meiner Schwester, also Dissi. Mit Desiree. So, die erste Serie, die ich geguckt habe, Vampire Diaries war das. Ich habe die nicht ganz geguckt sogar, sondern ich hatte die nur bis zur Hälfte geguckt, glaube ich. Aber Delana forever, Delana. Aber ja. Das erste Mal, als ich eine Brille getragen habe, das war, ich bin eigentlich eine Brillenträgerin, das war im Jahre 2016, am 29. Februar, Schaltjahr. Ich habe meine Brille am 29. Februar bekommen und ich war so stolz drauf, ich so, am 29. Februar, das passiert nicht immer, habe ich meine Brille bekommen. Deswegen trage ich die Brille halt. Boah, ich werde es niemals vergessen. Das erste Haustier. War ein Wellensittich. Der hieß Pucci. Der war blau. Und deswegen habe ich den so geliebt. Und dann ist er weggeflogen. Sagt meine Mutter, aber ich habe das gestorben. Also ja, das war ein Wellensittich. Und danach hatten wir ganz viele Tiere. Aber viele Meerschweinchen hatten wir auch. Voll, voll viele. Als ich meine erste Periode bekommen habe, da war ich 14. Da bin ich gerade 14 geworden, glaube ich. Und da waren wir gerade, das war ich in der 8. Klasse, und wir waren auf Klassenfahrt auf Jochrim in so Skiurlaub. Skifahrt. Höhe habe ich meine Tage bekommen. Boah, dann habe ich unterhalb Schmerzen des Todes gehabt. Dann wusste alle, dass ich meine Tage bekommen habe, weil ich halt Schmerzen hatte und so. Und da konnte ich aber gut, konnte ich gut im Zimmer bleiben und nicht draußen in der Kälte, musste ich dann nicht Skifahren. Das war voll gut. Also, ja, Leute, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt ein bisschen besser von mir kennenlernen und ihr könnt selber so Revue passieren lassen, wo eure ersten Male waren.
Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr mal solche Videos sehen wollt. Und abonniert meinen Kanal. Vergesst nicht auch mal Instagram vorbeizuschauen. Da bin ich auch aktiver als hier auf YouTube. Und ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.